Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Minecraft Epic. Und es ist jetzt so, dass Chatband nicht im Gespräch dabei ist. Deswegen nehmen wir zwar mehr oder weniger gemeinsam auf, weil er ist auf dem Server, haben aber das Gespräch nicht. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir sind einzeln gejoint und deswegen, ja, ist das wie einzeln aufnehmen, also als würden wir einzeln aufnehmen, obwohl wir es nicht machen, weil wir gleichzeitig gejoint, stimmt nicht, er ist etwa 2 Minuten früher gejoint als ich, deswegen wird er auch vorher gekickt. Ich werde jetzt einfach weiter farmen, so unabhängig von ihm und auch unabhängig von ihm mal meine Sachen machen. Denn ich würde gerne mir noch ein Dia-Helm dann craften. Und die restlichen Dias gehen dann an Jetgeband. Damit er auch noch ein paar Dia-Sachen machen kann. Kommt halt drauf an, wie viele Dias er jetzt noch findet. Oder so. Aber er kriegt dann sicher noch welche ab. Von meinen, die ich jetzt gefunden habe. So, hier ist nichts mehr. Dann grabe ich mich hier einfach mal weiter. Weil immerhin sind wir ja ein Team. So. Aber einen Diamhelm möchte ich mir noch machen, weil da habe ich nicht so gute Sachen drauf. Und die Eisenhose ist halt richtig gut enchanted. Deswegen kann ich die Eisenhose locker behalten. Muss die nicht unbedingt in eine Diahose machen. Klar, die Diahose ist ein bisschen besser. Aber dann gebe ich lieber Jetband auch noch ein Dia-Teil mehr. Oder wir sehen es dann, wie wir es machen. Vielleicht gebe ich auch eben die Prot 4 Hose. Keine Ahnung. Kommt halt ganz drauf an, wie viele Dias er findet. Oder wie viele das ich jetzt noch finde. So, und diese Folge einfach wieder nur eine Strip-Mine-Folge. Das muss halt einfach sein. Wir müssen jetzt nochmals mit den Dias ein bisschen zulegen. Oder versuchen das zumindest. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber wenn es geht, dann wäre das schon sehr super. Sehr super. Sehr gutes Deutsch auf jeden Fall. Ich weiß wieder nicht, wann dass ich gejoint bin. Ich denke mal, ich bin etwa bei 2 Minuten. Ich weiß es aber nicht. Und ja. Ich buddel mich jetzt einfach hier gerade durch, soweit es geht, und höre wieder Lava. Okay, und ich komme auch sehr schnell näher und ich bin auch bei der Lava angekommen. Dann wollen wir doch mal gucken, ich sehe die erst. Nice. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass ich die richtig abbaue. Weil darunter, ist keine Lava, okay. Ich dachte, da wäre Lava. Das sind auch ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit wäre für mich Folie schon mal drin und für Chatgeber noch Schuhe. Kommt halt drauf an, wie viele Dias das er gefunden hat. Aber das würde ich sonst machen. Das wäre auf jeden Fall nice. Also, es klappt momentan ziemlich gut. Und da ist noch ein Gold. Nice. Gold habe ich jetzt auch echt viel. Das ist auch schön. Und ich buddel mich einfach mal weiter. Ich habe auch für dieses, also für diese Folge kein wirkliches Thema bereit, weil die Folge ist direkt nach der anderen Folge aufgenommen. Und das Problem ist, ich habe ja gesagt, die nächste Folge kommt wieder mit Chatgeband, weil wir gleich noch eine aufnehmen, weil er wieder online kam. Das Problem ist, dass er dann direkt, als ich geleftet bin, direkt drauf ist. Ich hatte gar keine Zeit, ihm irgendwie zu schreiben, dass ich jetzt auch wieder dabei wäre oder dass wir gemeinsam eine Folge aufnehmen könnten. Deswegen kam es zu diesem Missverständnis, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Und ich muss mir, glaube ich, gleich mal neue Spitzhacke machen. Und aber auch das ist nicht schlimm. Denn das mache ich dann einfach ganz kurz mal. So, jetzt. Das mal wegschmeißen. So.
Dann mache ich mir mal drei neue Spitzhacken. Das müsste eigentlich ausreichen. So. Enchanter. Stellen wir mal kurz auf. Ich habe sogar noch eine gehabt. Okay, wusste nicht. Ist ja jetzt auch egal. Da haben wir halt wieder ein paar. Es leckt. Kann nichts blenden. Ich schon. Okay. Also bei mir klappt ja alles. In dem Fall weiß ich nicht, was da Chatband hat. Vielleicht liegt es auch an ihm. Und nochmals Dias. Das ist ja nicht wahr. Das ist einfach unverschämt. Naja, was soll der jetzt machen? Also. Aber es liegt. Wasch. Alter, ich kann nicht schreiben. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dias nochmals dazu. Das sind 24 Dias. Und bei so vielen Dias, ja, mach das. Kann ich mir auf jeden Fall Full Dia machen und die restlichen Dia, also die restlichen Dias einfach Jetgebannt dann abgeben, die ich noch für euch habe. Die Lava ist sehr tief. Liegt trotzdem an dir. Bau einfach weiter ab. Ja, müssen jetzt einfach weitermachen, also so ja nicht. Dann baue halt woanders ab. Liegt wahrscheinlich an der Spawn Protection. Ich habe jetzt keine Zeit, zu viel zu schreiben. Das ist ineffizient. Meine Güte. Und ja, es gibt hier drauf eine Spawn Protection. Deswegen kann man auch die Kisten am Spawn nicht öffnen. Das ist nicht so schlau gewesen. Aber das wussten wir nicht, weil das World Spawn war mal woanders und wir haben den einfach verschoben. Und ja, dann hat sich trotzdem eine Spawn Protection kreiert. Obwohl ich das gar nicht so wollte. Aber das hat dann trotzdem, also das hat sich trotzdem so eingestellt. Und ja, in Epic 1 hat das eigentlich so geklappt. Deswegen bin ich verwundert, dass es jetzt nicht geklappt hat, weil eigentlich wurde an den Einstellungen nichts verändert. Und ja, deswegen finde ich das noch komischer. Aber das ist auch nicht das Schlimmste. Wir sind etwa bei 8 Minuten Aufnahme. Jetzt hat es kurz mal geleckt. Und haben hier nochmals Lava gefunden. Okay. Und hier nochmals. Und ganz viel Lava. Oha. Was wir heute aber auch alles finden. Alter, wie viel Lava. Nein, Skelett, du schießt mich jetzt nicht ab. Auf dich habe ich jetzt gerade keinen Bock. Ich möchte hier nur alles erkunden. Ich sehe jetzt aber hier auch keine Dias. Deswegen muss ich jetzt nicht die ganze Lava da wegmachen. Das ist ein Emerald. Schade. Dann gehe ich hier nach vorn nochmals. Und das Wasser kurz mal gebackt. So. Ich sehe jetzt aber hier auch nichts mehr. Deswegen werde ich einfach weitergraben. Und ja, einfach so weitermachen. Ich denke mal, dass ich diese Folge noch nicht hochgehen werde. Sondern erst nächste Folge. Und dann können wir oben wieder was machen.
und vielleicht auch in der nächsten oder der übernächsten Folge einen Kampf. Das wäre auf jeden Fall endlich mal angebracht, aber wie schon in der letzten Folge erwähnt, ist es halt so, dass es zwei Teams gibt mit gutem Equip, das sind wir und das Team Abgestaubt, also Holt B und Mega Prime. Die anderen sind entweder weit mit dem Folgen also zurück oder sind einfach alleine und haben auch nicht so gutes Equip und die lassen sich natürlich auch nicht auf den Kampf ein, noch nicht auf ein 1 vs 1, weil wir halt um einiges besseres Equip haben. Ja, können wir jetzt auch nichts daran ändern. Ich baue mich jetzt mal in die Richtung, genau, weil ich sonst schon fast an der World Border bin, bei der X-Koordinate. Muss ich mal kurz die Richtung ändern. Das spielt ja sowieso keine Rolle beim Strip Mining. Weil man baut ja immer gleich viele Blöcke ab, legt immer gleich viele Blöcke frei. Somit ist die Chance, dass man Dias findet, immer genau gleich hoch. Solange man halt... Oh, Dias. Nice. Okay. Man könnte meinen, ich hätte X-Ray. Habe ich aber nicht. 30 Dias. Schreib sie mal, damit das auch weiß. Und doch. Und dann können wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit mal. Oh je. Ich bin beim Ende angekommen. Ja gut. Und er muss jetzt manuell leften, weil sonst geht's nicht. Manuell liefen, da du. Okay, hat's gemacht. Gut. Das ist eben, wenn man manuell lieft und dann nochmals neu joint, gibt's zwei Countdowns. Der eine ist der Fake-Countdown vom ersten Join noch. Und dann wird man aber nicht gekickt. Und der zweite ist dann eben, der fängt wieder bei 15 Minuten an. Und das wäre dann für den zweiten Join sozusagen den richtigen Countdown. Aber dann würde man ja insgesamt dann zu viel aufnehmen. Deswegen, ja, ist das verbuggt. Weil ich mich mit Plugins zu schlecht auskenne. Aber im Normalfall geht ja alles gut. Und da kann man einfach bei dieser Nachricht, die am ersten, also beim ersten Mal kommt, einfach manuell liefen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das geht eigentlich auch in Ordnung. So. Wir werden jetzt dann leider auch schon bald wieder gekickt, so in 2 Minuten. Das ist echt krass, wie die Zeit vergeht. Und ich buddel mich nochmals im Speed-Tempo hier nach vorne. Damit ich vielleicht nochmals was finde. Ich werde mir auf jeden Fall Folie machen, also so nicht. Und Jetband kriegt halt dann die anderen Dias ab. Das sind dann 18 Stück, die er abkriegt. Das ist auch schon fast Folie. Bis auf die Hose. Und da hat er wahrscheinlich sogar auch noch was gefunden. Ich hoffe es mal. Und da kann er sich hoffentlich auch Folie machen. Das wäre auf jeden Fall das Beste. 60 Gold, das sind auch viele Gaps wieder. Und ich höre einen Enderman. Und ich sehe ihn. Und ich töte ihn. Du gehst mir nicht ins Wasser. Ja, in der Perle. Nice. Da gehe ich schon mal nicht lang, einfach weil ich keinen Bock habe auf den Creeper. So. Und dann baue ich mich hier einfach weiter. Das spielt ja sowieso keine Rolle. Wie schon mehrfach gesagt. Und diese Spitzhacke hier kann weg. Die kommt immer wieder wegen einem Breaking. So. Okay, wie du jetzt auch immer hier reingekommen bist. Ich möchte dich hier drin nicht haben. Deswegen baue ich dich mal ein. Und baue mich jetzt hier einfach nochmals weiter. Oh, hier ist Wasser. Oh. Schwimmen ist angesagt. Oha. Es geht auch ziemlich steil da hoch. Hier ist Lava. Ich werde in 15 Sekunden gekickt. Nicht so geil zum Ausloggen. Aber das ist nicht so schlimm. Denn ich logge mich jetzt einfach hier aus.
Und dann war es das auch von der 11. Folge von Epic. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und tschüss.